Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen geht es diesmal um die grünen XP-Münzen. Ich zeige euch alle grünen XP-Münzen der Woche 1. Wir fangen jetzt gleich mal mit der ersten an. Die erste befindet sich hier, wo früher der Grotto war. Ich zeige euch das nochmal kurz auf der Map für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Und zwar ist es hier ganz, ganz rechts auf der Map. Und dort, wenn ihr im Wasser seid, gibt es einen, das war früher der Eingang von der Grotto, ja, und das ist hier so ein Totenkopf. Und hier in der Mitte in der Nase findet ihr die erste XP-Münze. So, die zweite XP-Münze ist hier bei Frenzy Farm. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Und zwar hier oben. Ich glaube jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterben werde. Wäre nicht das erste Mal, dass ich in dem Video stirb. Ne, hat geklappt. Das war hier die zweite Münze. Und die dritte Münze ist hier eigentlich ziemlich in der Nähe. Jetzt schauen wir mal. Ich use mal kurz, glaube ich, hier ein Jump Pad. Kann ich hier bauen? Ah ja, okay, alles klar. Genau da wollte ich bauen. So, aber hier. Kommen wir hier gleich nochmal zurück. Denn hier haben wir gleich eine weitere XP-Münze. Die befindet sich ziemlich genau hier. Genau, hier drinnen ist sie. Also hier auch nochmal auf der Map. Seht ihr genau hier rechts von Frenzy Farm? Das sind die zwei XP-Münzen, die so am nähersten aneinander dran sind. Die vierte XP-Münze findet ihr hier auf dieser Insel, die aussieht wie ein Fisch. Und zwar rechts davon ist so ein Strommasten. Und dort findet ihr die gleich. Süß, dieses kleine Teil hier, ja? Und coole Mucke auch. Dann gehen wir mal kurz hin. Und zwar ganz unten, etwas versteckt hier im Eck. Hier findet ihr diese XP-Münze. XP-Münze Nummer 5 in dieser Woche befindet sich hier bei Rickety Rick. Und zwar bei dem Container hier ganz außen. Ich zeige euch mal nochmal so ein bisschen was drumherum ist, weil der ist etwas schwieriger, oder beziehungsweise die Münze ist etwas schwieriger zu finden wie die anderen. Und wie gesagt, einfach hier in diesen Container rein und schon habt ihr sie. Für die letzten drei XP-Münzen habe ich mal wieder meinen zweiten Account aktiviert. Mit dem Skin, der skilltechnisch eigentlich am besten zu mir passt. Und zwar sind wir jetzt hier auf der Stahlbrücke. Die befindet sich hier ganz im Norden. So sage ich mal östlich von Pleasant Park. Und hier findet ihr so ziemlich mittig auf dieser Stahlbrücke im unteren Bereich die nächste XP-Münze. XP-Münze Nummer 7 findet ihr hier, etwas südlich von der Authority. Dort war früher auch so eine Brücke mit zwei Kisten, die hat sich jetzt etwas verändert. Und die XP-Münze ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Am leichtesten tut ihr euch, wenn ihr einfach hier zu diesem Vorsprung geht, oben auf dem Dach. Und dann einfach nach unten springt, dann müsstet ihr eigentlich die XP-Münze erwischen. Genau, hat auch funktioniert, war jetzt ganz, ganz knapp, aber ich habe die XP-Münze erwischt. Die letzte XP-Münze findet ihr genau hier an diesem Punkt. Ich habe sie leider mit beiden Accounts schon eingesammelt, aber genau hier ist sie. Hier sind normalerweise noch zwei Tribünen. Ihr findet die ganze hier bei Misty Meadows oben drüber, beziehungsweise in diesem Lazy Lake oder wie man den auch nennt. Das war's soweit mit den XP-Münzen der Woche 1. Lasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich lasse euch jetzt nochmal gerne einmal einblenden eine Übersicht von allen XP-Münzen, sowohl lila als auch grün, der Woche 1. Und lasst doch gerne ein Abo da. Es kommt bald wieder ein Video für die Woche 2. Auch da gibt es ja wieder XP-Münzen in grün und in lila. Sobald es hier wieder mehr gibt, kommen auch wieder neue Videos von mir. Es kommen auch Videos zu den neuen Missionen und zu vielen anderen Themen. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Kicks.